Experte Stefan Römer. Wir sollten über Williams reden. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Weber, Pierre Gasly und Vettel. Verstappen, Hülkenberg, Magnussen und Sergio Perez. Norris, Butler, Carlos Sainz Jr. und Albon, Grosjean, Raikkonen. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Lance Stroll und Daniel Ricciardo, Russell und Richter. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, so you're lower on the grid than we wanted. Let's make the start count. Ja, dauert einen Moment. Ich muss gerade mein Handy ausmachen. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem großen Preis von Singapur. Ja, wir starten vom letzten Startplatz aus der letzten Reihe. Und das war auch zu erwarten. Ja, mal gucken, wo wir am Ende landen. Gehen wir rein. Es wird sicher spannend. Vor allem bei dem Wetter hier. Also Intermediate-Wetter. So, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Ja, schauen wir mal, ob wir hier tatsächlich ein gutes Ergebnis hinbekommen. Eventuell ein paar Pünktchen mitnehmen in diesem Rennen. Eventuell können wir ja tatsächlich ein bisschen was holen und hier durchfahren sogar. Mit den Inters, normalerweise sollten Ihnen das reichen. Ich weiß nicht, wie viele Runden? 13, glaube ich, sind es, glaube ich, am Ende. Aber das sehen wir dann im Rennen. 15 sind es, glaube ich, sogar. Ja, das ist okay. Das sind halt zwei Runden. Wenn nur noch 5 Minuten, dann könnte es sein, dass wir ein bisschen leichteren Ring haben. Also es wird definitiv kein einfaches Rennen werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Aber es wird spannend. So, wir hängen unter unserem Teamkollegen. Das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, was unser Teamkollege uns bald schlägt. Aber das war auch... Oh, dann 5 Minuten leichter Regen und dann wird es trocken. Das ist eine gute Information. Wir fahren eben im trockenen Setup. Also, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass wir das Rennen gewinnen. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig werden. Aber vielleicht schaffen wir es irgendwie noch ein paar Punkte mitzunehmen für die Team-WM. Mal gucken, wo unsere Reise am Ende der Saison hinführt. Boah, wieder gewittert das gerade extrem oder sind einfach diese absoluten Lichtverhältnisse, dass das so aussieht? Mit dem Regen macht es auf jeden Fall alles andere als einfach. So, die erste Runde ist gleich rum, die erste Einführungsrunde. Gucken, was wir kriegen. Ich guck mal gerade, wie meine Fahrer aussehen. Ich fahre bewusst auf der kompletten Traktion, weil im Regen ist es deutlich einfacher, mit kompletter Traktion zu fahren, als mit der mittleren. Ich werde die dann, wenn wir zocken, auf die mittlere umstellen, damit wir da ein bisschen, damit wir ein bisschen mehr Grip haben. Und dann gib ihm. Aber jetzt erstmal wollen wir natürlich hier schauen, wie läuft der Start. Das Coole ist, wir können beim Stopp nicht überholt werden.
So, wenn die Ampel gleich aus sind, geht's los in den 15. Grand Prix der Saison. Oh, der ist gestartet. Der große Preis von Singapur. Ah, wir verlieren ein bisschen Grip, Grit. Oh, Alter, ich musste so wenden. Da bin ich schön weggerutscht, aber. Aber wir sind gut weggekommen. Platz 3 Autos schon mal überholt. Dankeschön, Grosjean. Jetzt werde ich auch noch nachgeschossen. Ich glaube, Grosjean ist da schön weggeschossen. Weil sie dann am Ende doch so früh. Ich krieg's gerade einen am anderen. Aber wie hörst du denn mehr. Aufhörst du schieben, ey? Ich hab Kollision verursacht, was? Schön, du bist weggeschossen worden. Dadurch hatte ich wieder die beiden Haas verloren, gegen die beiden Haas Plätze verloren. Ich war ja schon auf 17. Und mein eigener Teamkollege verhindert, dass ich weiter nach vorne gehe. Ich war eigentlich schon vorbei dran an Grosjean, Ricciardo, glaube ich, was? Ja, da sind wir noch George Russell. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufs Feld aufschließen. Runden sind es übrigens. Und die erste schnellste Runde geht an Lewis Hamilton. Kann ich mich ein bisschen von meinem Teamkollegen lösen. Aber wir verlieren Zeit. Nach ganz vorne. Ich komme jetzt nicht wirklich dem Feld hinterher. Kräftig zu arbeiten hier heute. Klatsch, das war ich selber.
Ja, ich hatte tatsächlich fast gehofft, um ein paar Punkte zu fahren, aber irgendwie haben wir gerade Schwierigkeiten, sogar dem Ende des Feldes zu folgen. Wir haben einen mega Abstand, wir verlieren auch richtig Zeit. Nächste Rennen ist Russland, das könnte ein bisschen einfacher werden als das hier heute. Aber mal gucken, was das Rennen bringt. Ich glaube, ich habe mittlerweile 6,8 Sekunden nach vorne. Oh, das ist gelb. Leclerc raus. Und kein Safety Car. Kein Safety Car. Dankeschön. Da fährst du einfach nur, du willst wirklich da rechts fahren, bremst eigentlich relativ easy. Das ist immer wieder dieselbe Ecke. Gerade ein bisschen wegzukommen von meinem Teamkollegen. Wenn ich schon ganz am Ende stehe, dann werde ich schwer, will ich den nichts haben. Er hat ja verhindert, dass ich mich da ein bisschen reinsetzen konnte. 8,8 Sekunden. Also wir verlieren richtig Zeit. Wir haben da vorne gar keine Mühe, keine Chance mehr, um die groß was zu reißen. Elf Runden noch. Das Wetter vielleicht auch noch nachgelassen, aber wir brauchen noch ein paar Minuten Zeit, um uns auf trockene Bedingungen irgendwann einzustellen. Ich bin momentan auf Medium. Den souveränen Sieg in Italien gibt es heute einfach eine Klatsche für uns. Okay, gap ahead is 10.7 seconds. Ich verliere gerade richtig Zeit auf die Haas da vorne, das ist toll.
Aber ich glaube, wir fahren sowieso selber mit dem Trockensetup. Das ist nur, dass es auf jeden Fall nicht greift. Dass es dann greift, wenn es wirklich trocken wird. Zumindest komme ich von Dings weg. Von Russell weg und die Zeit wird auch immer schneller. Aber noch ist es zu früh, glaube ich, um auf die Trockenreifen zu gehen. Momentan ist es zumindest auch die Medium. Weil ich glaube, die Software zu früh. Ich vermute, dass wir die Software auf Runden in 4-5 Runden erst erwähnen können. Noch regnet es zu stark. Das ist fallen auch so nur Tropfen. Ja, geil, ey. Ja, weißt du, dafür kriegt man direkt wieder vielleicht, ja, du kannst eine Qualifikation bekommen. Diese Mauer ist nicht ohne. Ich bin froh, wenn wir nächste Woche in Russland sind. Und das Thema Singapur ad acta gelegt wird, war eh von meiner Seite aus schon klar, dass wir hier nicht viel holen werden. Aber, naja, mal gucken, wie dieses Rennen sich noch entwickelt. Wenn ich hier wirklich noch was mitnehmen will, bin ich zufrieden. Kann ich einen Punkt oder so. Die fahren alle noch nicht in die Box. Zeit werden jetzt auch meine Gesteller. Gap to teammate behind is 5.6 seconds. Das ist doch das eigentlich momentan Gute, dass wir mit unserem Teamkollegen wegziehen können. Mehr können wir momentan auch nicht machen. So, momentan heißt es nur. Doch, die. Gap to car in front is 13.2. 13,2 Sekunden. Das war mal nur 10, irgendwas. Also die ziehen uns richtig weg davor. Aber ich hoffe, wir fahren echt das Hocken-Setup. Platz 18 momentan. Als ich ein Safety Car und eine trockene Strecke könnte uns jetzt irgendwie noch helfen. Da wären wir auf einmal wieder drin. Aber die Strecke ist schon um einiges trockener geworden. Sieht man gerade auch. Es sind einige Lücken dabei. Das ist mit Abstand mein schlechtestes Rennen diese Saison. Abgesehen von Baku, wobei Baku gar nicht mal so schlecht war, das Getriebe ist ja irgendwann kaputt gegangen. Und zwar voll jetzt kaputt gegangen. Neun Runden aber noch. Kann jetzt irgendwie eine Information geben, dass wir auf Trocken gehen können. Ich vermute, dass wir jetzt auf Trocken gehen. Was haben wir zu verlieren? Letzter? Na komm, gib mir eine Information. Wenn das DLS freigegeben ist, kann ich wieder auf Trocken gehen.
Ich glaube aber noch ist die Medium. Noch sind die Mediums, aber wäre die Idee. Ich glaube, die Soft, die halten nicht so lange. Weil das Auto schon übelst anfängt zu rutschen. Ich glaube, die Reifen sind einfach durch. Ich beobachte mal. Komm, sag mir eine Information, gib mir eine Information, Jeff. Noch leicht im Rutschen mit dem Heck. Aber das sieht da. Das können auch nur die Reifen sein, dass wir einfach durch sind. Was willst du jetzt machen, ne? Du musst es halt einfach mal riskieren. Der wechselt auf die Soft. Ob jetzt 19 oder 18, der wird macht es mir auch nicht mehr fett. Und wir müssen Glück haben, jetzt wollen wir rennen. Exit now. Ich teste mal erstmal aus, wie sie fahren. Sie drehen noch ein bisschen durch. Okay, intermediate tires seem to be the right choice for the current conditions. I think we should pit to change over. Ja, das ist aber. Aber müsstest du ja irgendwas mal was machen. Dafür ist es doch ziemlich sitzt. Das ist zu früh gewesen. Fuck it, Alter. Aber jetzt müssen wir mal die. Kann jetzt nicht mal ein Wetter bitte umfunk. Kann jetzt nicht mal. Kann jetzt mal nicht die Ansage kommen, DLS ist freigegeben oder. Haben wir uns mit der Strategie quasi das Rennen komplett mehr als kaputt gemacht. Ich meine, das Rennen war eh schon durch. Passiert. Aber war ein bisschen zu schnell. Aber es traut sich doch kein anderer, ne? Ach, halt die Schniss. Wieder viel. Es ist aber noch alles noch zu nass. Noch keine Meldung, wie das Wetter, dass der Wetterumschwung gerade irgendwie kommt. Dass der es irgendwie mal kommt. Sechs Runden noch. Sechs Runden, liebe Leute. Wir hängen auf dem 19. Platz mit Abstand, mit einem mega Abstand da hinten. Eine 40, ja, leck mich doch am Arsch, Alter, mit diesem
Ja, man hätte es. Es hätte ja eh alles ausgehen können. Ich verliebe schon wieder mega viel Ruhm, weil ich so ein Katastrophenrennen abliefer. Einfach komplett verzettelt. Naja, wie gesagt, das Rennen war eh durch nach dem Start schon. Jetzt haben wir fast gleich überrunden. Jetzt haben wir gleich überrunden. Also es ist gleich noch 14 Runden. Schon wieder die gleiche Ecke, ey. Der will einfach nicht bremsen. Geil. Und der dreht sich einmal komplett. Was für eine Klatsche hier in Singapur. Chris Williams, Tim Hamilton, bitte schätze Renone. Jetzt müssen wir sogar alle vorbeilassen. Es ist doch zum Kotzen gerade. Aber so Rennen gibt es auch mal. Es war einfach ein Fehler. Punkt. Mein eigener strategischer Denkfehler. Ach, halt doch die Schnüss, komm, fahr. Magnussen auch vorbei. Oh Gott, jetzt kommt die ganze Lücke da hinten vorbei. Fünf Runden noch, liebe Leute. Fünf Runden noch. Ja, aber eigentlich ist die Strecke ziemlich trocken. Ey, man will nur bremsen und der sagt, nö, du bremst nicht. Du gehst direkt in die Kleine. Ja, genau das meine ich. Einfach nicht gebremst. Jetzt haben wir natürlich auch keine Dings mehr. Jetzt sollen wir noch einen Flügel holen. Wir haben natürlich okay, wir haben nicht mehr Sprit. Was ein Katastrophenrennen, ey. Was ein Katastrophenrennen. Ach, halt die Backen. Oh Mann, was für ein Rennen, ey. Das war einfach nicht das Richtige. Das war ein Versuch wert. Teamkollege ist nicht. Weißt du, was auf was geht denn jetzt? Sag mir bitte nicht, dass er mir auf, dass er auf trocken geht. Ne, geht er nicht, er geht auf Inters.
Er geht auf Medium. Er geht tatsächlich auf die auf Trocken. Bin ich wieder auf Inters gegangen und die gehen jetzt alle schön auf die Trocken, ne? Ach, geht ihr mir auf den Sack, weißt du, der heult mich von jetzt auf die Inters. Ich wechsle auf die Inters. Hey, du kannst ja wieder auf Trocken gehen. Ach, hat die Backen. Und dann wechseln wir halt noch ein drittes Mal die Reifen. Weil das Ding ja nicht schon schlecht genug war. Unglaublich, was für ein Kackrennen, ey. Ich war eine Runde vorher in der Box. Ist ja nicht so, dass es... So, haben wir nochmal einen neuen Satz Soft. Und deswegen habe ich genug Soft mit eingepackt. Und wir werden von unserem eigenen Teamkollegen auch überrundet. Ja, dann kann ich jetzt wieder umlaufen. Was auch immer ich gerade da mache. Kann ich jetzt auf links fahren? Drei Runden vorm Ende. Jetzt will ich mir zumindest nicht die Schmach geben, meinen Teamkollegen eine Minute zum Runden zu lassen. Ich weiß nicht, ob sie hier die schnellste Runde sogar noch geben für alle. Oder ob sie wirklich nur die Top 10 geben. Wenn ich hier die Möglichkeit habe, mit den Top 10, zumindest irgendwie noch eine schnellste Runde zu fahren, vielleicht sogar noch irgendwie so ein Bonuspünktchen abzustauben. So ein Schwarzer fällt die schnellste Rennrunde 1:45er Zeit. ...42 von Hamilton. Ist egal, ich muss hier... Wenn ich jetzt wieder eins fahre, ich habe ja eh eine Runde Rückstand. Ahem.
Sektor 3 war sogar violett. Aber Sektor 1 und 2 halt nicht. Alter, Helmut, geh mir nicht auf den Nüsse mit deiner scheiß letzte Runde. Ich bin froh, dass es gleich durch ist, das Rennen. Vom eigenen Teamkollegen überrundet. Katastrophenrennen. Wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ich sag mal einfach gerade gar nichts zu dem Rennen. Also das war definitiv eines meiner schwärzesten. Kurz an, wie sich die Fahrer rasten. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages ist. Ich. Daniel Ricciardo hat mich heute definitiv beeindruckt mit seiner unglaublichen Leistung. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Wir haben nichts verloren, also zumindest von der Fahrerwelt. Ne, das war definitiv alles andere als gut. Punkt. Das war eine Katastrophe. Das wird hoffentlich im nächsten Rennen besser. Nächste Woche geht es nämlich nach Russland. Und ja. Das war Pech heute. Das muss unglaublich enttäuschend sein. Das war definitiv enttäuschend. Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Fairness. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? So, machen wir das so. Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Klasse, das war dann alles. Ja, das war alles andere als all gut. Also das definitiv muss heute.
Okay. Das hier war eine Katastrophe, definitiv. Ja, nächste Rennen ist Russland in Sochi und da sollten wir deutlich besser abschneiden, als das wir heute abgeliefert haben. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder nächste Woche Freitag dann zum freien Training. Bis dann. Tschüss.